Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark, die kleine Sache mit den kleinen Dinos. Ich bin jetzt Level 24. Das was trinken hier normal. Als erstes tun wir aber oder mache ich erstmal ein bisschen Kristall sammeln und Obsidian, dass wir das weg haben immer als allererstes. Dann gucken wir mal, ob hier unten irgendjemand gespawnt ist. Muss ich aber mal gucken. Ich glaube mal nicht, weil hier zu viel Fische noch rumoxidieren werden. Das war, glaube ich, so ein Spino oder. Ja, hier unten wird, denke ich, immer noch keiner Sinn. Hier oben. Deswegen irgendwo war doch hier ein Kristall gewesen. Acht Kristalle nur. Naja, besser wie ja nichts. Für klein. Bei dem fangen wir nämlich heute auch schon an, mit der wunderschönen Base so langsam zu bauen. Den können wir nämlich mal gucken. Habe ich das schon hier gelernt? Ich glaube. Nee, habe ich noch nicht gelernt. Fundament aus Stein, Steinwand, Steindach und Steintürrahmen als allererstes erstmal. Das ist dann Level 6, 25 kommt der Pfeiler hinzu und dann kommt der Wand mit Loch. Ansonsten können wir da auch nicht weiter rausgucken. Wir machen erstmal so weit, das alles produzieren und dann die Fundamente setzen, so ein bisschen so grob. Dass man da vielleicht mal so ein bisschen was abkriegen kann. Also dass man da durch die Produktion dann noch hochleveln, so dass man dann auch da relativ schnell Fenster mitbauen können. Auf der Rückreise könnte man eigentlich schon wieder fast. Da gehen wir noch mal kurz hier runter irgendwo. Ich glaube, Obsidian war auch einmal noch mal hier hinten unten runter irgendwo. Naja. So viel brauchen wir es ja jetzt im Moment nicht. Aber zukünftig dann eventuell dann doch und deswegen können wir das schon mal ein wenig mit einsammeln. Warum funktioniert eigentlich hier mein. Doch. Jetzt ist er voll. Ja. Da schwimmt ein Fisch auf der Oberfläche, so wie das aussah. Joa, passiert ja schon mal. Immer mal. So. Ist ja nicht weiter schlimm. Oder dass ein Hai irgendwo komplett falsch gespawnt wird. Können wir hier mit hoch irgendwo? Ja. Dann müssen wir oben schon wieder fast was zu trinken zu uns nehmen. Dann können wir ja ein bisschen Faser, ein bisschen Bären etc. mal ein bisschen mit dazu sammeln. Müssen wir auch mal gucken, aber das müsste alles komplett verdorben sein. Oh. Weil da sind doch schon etliche Tage her, wo ich das letzte Mal hier drauf war auf dem Server. Und dann dürfte auch das vergammelte Fleisch vergammelt sein. Aber naja. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Fasern, weil ich weiß ja nicht, was man da für die Dings alles so benötigt. Was jetzt für die Steinfundamente und Wände und so weiter ist. Ich habe erstmal alles grob eigentlich hier in der Gegend niedergeknüppelt, vor allen Dingen Eisen. Da in die Forge noch mit ein bisschen reingeschmissen. Und da kommt ja dann doch auch relativ viel Stein raus, sag ich mal. Haben wir hier irgendwo den Fisch oder was auch immer das war? War das in die Richtung gewesen oder ist er schon weg? Oder war es doch ein Vogel gewesen? Weil wenn die Notwassern, sieht es ja auch manchmal ein bisschen komisch aus, wenn gerade keiner in der Nähe ist. Ansonsten haben sie ja auch schlechte Karten. Da überhaupt Fuß zu fassen, sag ich mal. Dann können sie ja nicht durchstarten und nicht, müssen sich erstmal die Ausdauer ein bisschen regenerieren. Und dann haben sie natürlich einen richtigen Schwung gezogen. Ich hoffe, dass ja nicht so viel, dass ich noch rennen kann. Ja, geht.
Na, sieht aber schon ein bisschen behaglich aus, das Ganze. Dum, 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 dum. Immer schön lang hin. Spazieren gehen hier. Ach, Ausdauer ist auch gleich weg. Da müssen wir da ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir hier vor Erschöpfung komplett umfallen. Das, ja, dann liegt man immer so blöde da und meistens schlägt man noch mit dem Kopf irgendwo auf. Dann hat man da ein Problem, eine Platzwunde, die nicht aufhören will zu bluten und dann verblutet man an einer kleinen Platzwunde. Das wäre natürlich sehr tragisch. Aber wir haben ja ein Bett gestellt. Das geht ja dann. Dann passt ja das wieder. So, ich wollte ja da hinten bauen. Ja, wollte. Aber jetzt müssen wir nochmal gucken, haben wir hier alles. Achso, einzeln, so. Wie war der nochmal komplett gewesen? Ach, T einfach drücken. Ah. Die Pilze hier drüben noch mit drin. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Warum habe ich jetzt zwei so eine Pilze bekommen? Ja. Obsidian ist bestimmt hier drüben mit den Fasern zusammen. So, dann gucken wir mal auf die Herstellung von Strukturen. Denn haben wir die ganze Sache aus Stein und da brauchen wir ja erstmal etliche Fundamente. Holz, Stein und Stroh. Das kann ich wahrscheinlich nicht alles so mit übermitteln. Das ist natürlich blöde. Das ist ein 5er-Pack. Das ist einzeln. Ja, es da nicht auch nochmal einen anderen Trick dazu. 7. Dass man da einen 100er nehmen kann oder sowas. 32, das sind jetzt die 5 hier. Ja, da klicke ich mich aber zu Tode, ey. Also Rollen. Fallen das übertragen. So, dann mache ich das so. Muss ich ja wieder Stapel teilen, Menge teilen. Ist auch mal blöde. Wenn das so eine kleinen sind eben, dann geht das deutlich besser. Halbieren. Machen wir nochmal halbieren hier. So, so, so. Herstellung. Fünf Stück könnte ich da bloß herstellen. Naja. Das muss ich erstmal durchlaufen, dass wir so oder so. Das war ja 5x5 oder irgend sowas in der Richtung mit drehen. Denn. Also 25 oder ja, was machen wir denn? 3x4 oder sowas reicht erstmal zum Anfang zu, also 12 denn. Achso, das sollst du drücken. Jetzt können wir nochmal 7. Passt dir denn? Das reicht ja schon mal zu für den Anfang. Vor allen Dingen können wir jetzt noch irgendwann leveln. Ausdauer machen wir mal um 1 höher. Wollen wir da schon mal ein bisschen was haben. Er macht noch 3 Stück jetzt. Oh, schade, dass man den Zeiger nicht sieht, aber naja. Ist nun mal so. Dann können wir die nämlich alle komplett hier rüber packen und dann sehen wir mal, wie wir wo was hinstellen. Ich bin am überlegen, wie man es am dümmsten macht. Ob man hier oben als erstes auf der Strecke hier anfängt. Weil hier ist ja zum Beispiel Ölquelle. War hier auch eine Ölquelle? Ja. Das ist nicht schön. Oder das ist doch schon schön, aber. Ja gut, wenn ich hier ein mehr stückiges Ding hinbaue. Aber man sollte das doch zugreifen, oder?
Ja, aber scheiß erstmal hier hin. Hier sind wir richtig. War jetzt, naja, ist surreal. Wie ich es mache, ist so oder so falsch hier denn. Auch wenn ich das ein bisschen so lang baue. Aber allzu groß brauche ich es ja nicht machen, sage ich mal. Wenn ich baue ich nach oben. Ich muss aber trotzdem hier den allgemeinen höchsten Punkt annehmen. Machen wir doch einfach erstmal so grob. Weil normalerweise müsste ich hier auch noch welche dagegen setzen können. So. So, da hast du es jetzt. Und das kann ich dann schon nicht mehr machen, ganz genau. Ich werde mich bestimmt hier 20.000 Mal verbauen. Jetzt werde ich ja Wärme erstmal hier schön den Baum, wenn die geht, wegmachen. Geht nicht. Doch, wollte ich schon sagen, dass man unten auf dem Fuß zielen. So, jetzt ist gleich mal ein bisschen heller hier. Ich will mal hoffen, dass die Steine ja nicht wiederkommen. Aber das werden wir einfach mal sehen. Um mal zu schauen. So. Mal ein bisschen Gesundheit. Das ist natürlich auch ganz wichtig, Gesundheit. Scheiße. Ja, setz mal erstmal hier ein paar Steinchen noch hin. Dahin. Dahin. Da, da. Wie viel waren das jetzt? Vier, aber. Ja. Kann man natürlich auch da noch welche reinsetzen erstmal. Nee. Komplett falsch gesetzt hier. Also komplett falsche Taste gedrückt. Nicht dahin zielen. Achso, da, so. Dann haben wir das schon mal zumindest komplett fertig hier. Also was heißt komplett fertig? Fundament nur fertig. Wenn ich das wirklich noch ein bisschen rausziehe, dann habe ich ja ein riesen Areal, was ich vollstellen kann mit irgendwelchen hier Zeugs denn. Dann kann man nämlich hier auch wunderschön Mauern ECTC machen, sag ich mal. Also hier unten mehr. Da weiß ich ja nicht, ob ich das hier abbauen kann. Ja, geht. Und dann kann man das nämlich hier abbauen, denn hier schön die Wand mit benutzen. Und dann das Ganze links und rechts zu machen, dann hier mit schön großen Tor und so weiter. Dann hat man dann doch hier oben. Ja, wie so eine Rondelle, sag ich mal, wo man dann auch ein, zwei große Dinos mit hinstellen kann. Wenn ich das abhauen? Ja. Dann muss ich hier so eine Ölpumpe drauf stellen, denn ja. Dann kann ich das nämlich hier unten auch so handhaben. Dass man dann eventuell denn hier sagt, gut, okay, ich gehe denn hier so im Halbeck, sag ich mal, stelle hier ein großes Tor hin, sag ich mal, gehe dann nach da und nach hier. Weil dich kann ich abbauen. Dich kann ich abbauen. Gut, aber den da hinten, den großen kann ich nicht abbauen. Kann man denn hier zu schwer, zu schräg reinigen. Na, kommst du her hier? Ich muss so oder so erstmal was essen hier. Bevor wir irgendwie weitermachen. Warum Depp habe ich da eben gerade was aus meinem schönen Beutel getrunken? Da muss ich auch für Sorge tragen, dass ich von unten oder dass ich ein Dings mit mir einfach hinstelle. So ein kleines Wasserfass. Aber wenn ich dann doch oben als letzte Etage, sage ich mal, ich mache zwei Etagen und dritte Etage ist dann ein schöner Garten oben drauf. Muss man mal schauen, wie man das allgemein hier gestaltet. Komisch. War das nicht so gewesen? Reparieren, was fehlt denn? Leder fehlt. Wo habe ich denn Leder? Hier, haben wir noch ein bisschen was über. Muss
Muss ich so oder so dann nochmal auf Dodo-Jagd gehen, eher. Dass wir da ein bisschen wieder Leder bekommen. Ja, mache ich erstmal hier komplett alles raus. Dass man da wunderbar erstmal den Stein wegnehmen kann und dann nach da vorne bauen kann. Weil es reicht ja, denke ich mal. Ja. Nicht, dass hier noch wunderbar alles vergrößere. Nehmen wir den Stein hier schön weg. Da kriege ich Feuersteine raus. Hier kriege ich normale Steine raus. Mach mal einmal so, einmal so. Und dann muss das ja schon mal irgendwie. Was bist du denn für ein lautes Auto? Aber die paar Bärchen haben auch zu erreicht, dass ich wieder was voll bin. Weil jetzt bin ich auch wieder gleich was voll. Ah. Hui. Na, nicht hier abstürzen. Das wäre natürlich ein bisschen problematisch das Ganze. So, wenn wir den weg haben, den kann man ja schon mal in zwei Wände setzen. Oder würde ich hier noch welche mit hin machen? Das ist ja natürlich blöde. Muss ich sehen. Also oder so, ob ich wenn dann mit Fensterin mache. Ja, werde ich sehen. Wie ich es allgemein mache. Ich kann die ja so oder so nochmal ersetzen. Dann kriege ich einen Teil wieder. Und außerdem habe ich zumindest noch relativ viel davon. Weil mit ein reines Metall brauchen wir ja auch dann noch ein bisschen ab und zu. Sag ich mal. Was können wir noch an Bodenplatten machen? Erstmal nochmal eine Reihe dran setzen. Und dann gleich darüber gehen noch mit. Ja, würde ich sagen, mindestens. Lass mal da dann nochmal drei Stück machen. 1, 2, 3, 4. Ist egal. Ach, kommt nach alle hier. Bringt doch so oder so nichts. Das ganze Zeug aufzuheben. Kann man das auch raushauen, wie sonst sowas. So, und jetzt ist nämlich schon das Holz voller alle. Und Stroh. Denk gleich. Ja, was heißt fast? Fast alle. Aber das geht ja eigentlich relativ schnell, sage ich mal, das ganze Zeug wieder zu besorgen. Vor allen Dingen haben wir gleich hier noch einen kleinen Baumstamm mit einem Powerholz drin. Und den kann man nämlich gleich hier schön erweitern. So, ich stehe damit im Weg natürlich mal wieder. So, bauen wir hier noch alles schön an. Mensch. So. Machen wir das jetzt so von links. Kann man eigentlich denn auch in so einen Stein drin bauen? Ne. Oder doch? Machen wir das so mit dran. Komm her. So, so. Machen wir das hier noch schnell fertig. Die paar Stück packe ich dann gleich wieder in die Kiste rein. Oder wenn was übrig bleibt, ja. Ne? Ist versperrt. Ich bin nochmal wieder ein Depp her. Aber wahrscheinlich ist das danach hier allzu hoch denn. Muss ich noch mal gucken, denn wie ich das denn hier fertigstelle irgendwie. Weil ich würde es denn auch nicht hier. Kann ich eigentlich zwei Fundamente denn übereinander bauen? So. Also halt mal.
Nee, das geht auch nicht. Wieso kann ich denn das hier denn nicht mehr setzen? Das ist doch mal blöde. Ist das Fundament denn auch nicht so hoch denn? Oh, das ist doch mal blöde. Ich will aber hier auch nicht eine komplette Kante reinhauen. Da könnte man aber ja die Pfeiler setzen und so eine Decken reinziehen dann. Also Pfeiler, Decke, Pfeiler, Decke, Pfeiler, Decke. Immer. Das könnte man ja machen dann. Abreißen erstmal das Ganze, dass das nicht so blöde aussieht. Dum, dum, dum. So. Hey, gehst du weg hier? Ein wenig haben wir schon mal gebaut und dann sage ich erstmal Tschüssi.